Noch lachen wir, gell? Ja, ja. Noch lachen wir. Mhm. Aber das sind auch alle Gebäude leer, kann das sein? Nee. Aber schaut leer. So. Es sieht einfach so, die wohnen einfach so. Was? Die leben sehr spartanisch, oder? Ja. Nein, alle sind jetzt draußen. Oder die haben einen Store da drinnen. Und die haben auch Office und einen Store und Boden drinnen. Ja, aber es ist alles vollgemüllt da drin. Ja. Da müssen wir auch im Besen durchgehen, Vincent, oder? Ja. Oder rufen wir einen Onkel Ewald an, der soll seinen Kärcher mitbringen. Ewald, besuchst du uns in Hongkong, bring mal deinen Kärcher mit. Hier kann man den gut drauf. Ja. Da war das Ibis-Hotel, das liegt aber auch. Ja, wir werfen das alle so in der Müllabfuhr. Fragen wir, was braucht ihr alles? Alles! Das war dann wiederum sehr einfach, denen zu erklären, dass ich nicht da ist, wenn ich in dem Zimmer bleibe. Aber ich fand das nicht schlecht, ich fand es gut, ich bin gleich fertig. Das war sauber und war okay, aufgemacht. Ja. Fertig. Ich hab schon viel schlimmere Dinge. Na, schau mal, das sieht auch cool aus. Schau mal, was ist das? Kannst du ihm mal Einhalt geben? Dann sage ich nicht, wenn ich ihm jetzt sage, halt's Maul, dann krieg ich wieder eine auf den Deckel. Oder wenn ich sage, hör auf damit. Als Mädchen sagt man bitte nicht halt's Maul. Als Junge sagt man aber auch nicht halt's Maul. Absolut, da darf man ja schon halt's Maul sagen. Ja, genau. Ist aber interessant. Nee, soweit ist die Emanzipation noch nicht gekommen. Tja, das können wir aber damit sagen. Und vor allem hier nicht. Sagst ja, auch, dann die Maßregeln doch damit. Ah, schau mal, die mögen das hier überhaupt nicht. Mit den Weihnachten, wir reden hier immer noch. Mit der Nase noch vor dem Kran. Das ist ja so dumm aus. Das ist ein Rentier-Smart. Geil! Ja. Wäre geil, wenn es jetzt noch fliegt. Ist doch auch. Das wäre geil, wenn es jetzt fliegt. Ja, der fliegt. Smart. The Wolong Rice Trading. Kohl-LTD. Ja, Limited. Oh, schau mal. Ach, hier ist aber auch nett. Boah. Junge, Junge. Ewald. Da soll man zuschlagen. Schau mal, ob du die Frage vielleicht selber beantworten kannst. Mann, ich habe echt alles gegeben in der Nacht. Und dann kommen solche Fragen. Weil er keine Probleme hat. Weißt du, was das krass ist? Wir sind schon 14 Mal um den Turm rumgefahren, kann das sein? Jetzt darf er nochmal gucken, sage ich. Wahnsinn. Deswegen war es auch ein bisschen billiger. Was haben wir uns eigentlich gespart? 4 Euro alle zusammen. 12 Euro. Listen to radio. Da wäre man manchmal vor, wenn ich auf Fuga. Das zahlt dann die Krankenkasse. Junge, Junge, Junge. Und bei uns in München wird diskutiert, ob man die Westumfahrung um München schließen. Warte, wir brauchen sie einfach einen Tunnel unter das Wasser. Fertig, aus dem erledigt. Ja, aber wir haben doch hier den rosa Delfin, egal, passt schon. Das merkt er gar nicht. Haben wir wirklich? Wir haben hier rosa Delfine. Ja. Ja, wirklich. Aber jetzt nimmer, weil dafür haben wir jetzt einen super Flughafen. Da ist der rosa Delfin weggeschoben. Weil er gesagt hat, den schaue ich mir nicht mehr an. Oder so ungefähr war es, oder? Ja, genau so. So, wenn der jetzt vor uns extrem stark bremst, dann tun wir sozusagen umsteigen in den 961. Hoffentlich werden wir auch zum Flughafen. Nur die erste Reihe. Ja, und wenn da richtig drauf werden, dann kommt das Gepäck auch mit. Ja, aber was dann fliegt,
volle Kanone. Du weißt doch mal, was geil ist. Verstehe ich nicht, schau mal hier. Ich habe doch einfach unser Ehemann seinem Haus durchgekommen. Aber wir sind die aus dem, da aus dem Ding, aus dem Würmtal sind das. Die maulen rum, deswegen muss der Papa nicht mehr im Stau stehen. Aber warum fahren wir gleich gegen den Bus? Ja, ja. Der hat nichts zu verlieren, der Busfahrer. Außer sein Karton. Ach, schau mal an. Wolkenkratzer, den muss ich irgendwie fotografieren. Oh. Und wir lachen die Chinesen, wenn sie bei uns Fotos machen. Zu mir sagen sie ganz ehrlich, muss man nach Dubai. Da können die Araber noch was lernen, oder? Oh, die wollen Kratzer. Genau. Pizza für Jonas Wagner, wo muss denn hin? Da muss Licht an. Also die haben die höchsten Wolkenkratzer der Welt. Also mal, da buddeln sie rum. Was sind das, so Baggerschiffe, oder? Mhm. Das ist ja ein cooler Job für Papa, gell? Baggerschiffkapitän. Du musst nur sagen. Wir brauchen unbedingt noch so Blinkedinger für die Ohren. So. Was glaubst du, wie sie erst an Silvester abgeht, wenn sie alle Raketen auf dem Kopf haben? Oh, und dann so einzeln, dann kommst du eine Rakete. Ich muss unbedingt meiner Mieterin Bescheid geben beim Filmen. Ich brauche die Dinger für die Brille vorne. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll. Hast du es gesehen? Ja, so. Fertig. Ich muss hier, ja, und das passiert jetzt. Hast du Dinger an der Brille vorne? Mit zu Federn, mit zu Bäumen, die so gewackelt haben. Dann haben wir noch gewackelt und geblinkt. Ja. Und auf dem Kopf hatte sie noch was. Auch hier, ja. Ein Diadem. Und das ein war echt ernst. Ein Diadem aus Blech. Die hat echt ein bisschen übertrieben, fand ich. Leicht, meinst du? Ja, man muss, nicht so sicher. Ich glaube, man muss es auch leben. Dieses LED-Lithium-Ionen-Akku. Aber wir sind doch jetzt immer noch auf der Insel. Evalo, wir sind doch jetzt immer noch auf der Insel, oder? Ja, nee, jetzt sind wir auf Kalun-Zeit. Wie sind wir denn da rüber gekommen? Wir sind doch durch den Tunnel. Ach, das geht unter dem Wasser durch. Merkst du was, Vincent? Ach, das schaut auch nett aus. Was für dich, Alex? Ja, der Papa hat einen neuen Job. Ich muss da, das ist alles Einvermieter, muss ich die Duschen erneuern. 33.000 Stück. Bis Jahresende ist alles fertig, gell? Und dann komme ich an mit dem Flo. Oh. Wenn du fertig bist, geht es unten wieder los. Ja, ja. Wenn ich fertig bin, bin ich 63. Und wir in Rente, so schaut es aus. Aber egal. Ach, komm mal. Aber die haben Balkon, manche. Ja. Und dann 100 Kameras. Da geht's fahren. Und dann wird er mal so fahren. Und dann ist ein ganz knalliger, das Teil. Das wollen wir nicht. Ich muss schon mal an, dass hier alles mal ein bisschen Schiffchen da kann. Katholische Schule. Katholische Schule. Katholische. Ja, das sieht man bei Tageslicht wesentlich heftiger, gell? Ich glaube, E steht für Elefantenhaus. Ja, schau mal rechts, so eine Eigentumswohnung hier. Thailand. Und dann waren wir da bei Pattaya und wollten auf die Insel hier rüber. Und
Und dann sagt ein Kumpel von mir, der hat gerade Weltreise gemacht. Ja, ja, wir fahren da vorne. Der war schon total angekommen in Mels. Ja, wir fahren da vorne mit dem Boot und sowas. Das kostet für jeden 2 Euro. Ja, da sind wir auf so einer alten Holzjunke darüber gefahren. Nach Diesel hat es gestunken. Ja, in 100 Jahren, wenn wir da nicht angekommen, sind wir da 4 Stunden auf Diesel gefahren. Dann heißt es, ja, wir müssen dann spätestens um 6 Uhr abends wieder da sind. Dann fallen die Boote wieder zurück. Haben wir natürlich verpasst. Dann sind wir mit dem Speedboot drüber gefahren. Das hat dann 5 Euro pro Person gekostet. Und jetzt 35 Minuten gefahren. Ich so, was haben wir uns gespart? Ja, haben wir zusammen mit 10, also ich auch nicht. Chef de Cuisine, gell? Ja. Junge, was ist los mit dir, Simon? Jetzt noch. Das wäre die Brücke gewesen. Das wäre unser Preis gewesen, die Brücke da drin. Ich sehe auch den Bus. Ich sehe auf dem Bus den A11. Ich sehe den A11 auf der Rüberfahrt.